Leute, der aktuell neueste Leak heute zum 7. April passt, dämpft leider, glaube ich, den Hype um Season 21 ein ganz großes Stück. In den letzten Tagen gab es ein paar richtig interessante Informationen, was in Season 21 alles kommen soll. Und wenn man Osvaldator schenken kann, kommt der Solo-Modus, ein 4-Squad-Modus, Akimbo-Waffen und so weiter und so fort. Doch es gibt einen fetten, fetten Dämpfer inhaltlich, was die neue Battle Royale Map District betrifft. Denn diese Map soll wohl laut Osvaldators aktuellsten Leak, der wenige Stunden alt ist, erst in Season 22 kommen. Und das finde ich wirklich sehr, 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 sehr heftig. Schade finde ich's. Klar, wenn es in Season 22 soweit ist, ist es auch noch so. Wir bekommen ja trotzdem eine neue Legende. Dafür soll es in Season 20 keine neue Legende geben. Aber ich dachte schon, dass Season 21 vollgepackt ist mit echt heftigen Sachen. Denn wenn die Leaks stimmen rund um den Solo-Modus, einen 4-Squad-Modus und dann noch eine neue Battle Royale Map, wäre das schon eine echt fette, fette Sache gewesen. Wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, dass wir in Season 19 schon erstmals offizielle Ingame-Teaser für die neue Map hatten und auch in einem Trailer, wo der, war es der Vater oder der Onkel von Octane, ich habe keine Ahnung, das Silver. Der hat hier dieses Tablet in der Hand, da siehst du die neue District Map und auf Stormpoint mit dem neuen Map-Update. Gibt es ja verschiedene Schaltpulte oder Monitore, wo wir die neue Map schon sehen können. Und da ging man ursprünglich davon aus, alles klar, jetzt ist es natürlich offiziell, das sowieso. Und wir gingen davon aus, dass es in Season 20 eigentlich schon soweit ist. So, Season 20, keine neue Battle Royale Map. Und jeder war sich felsenfest sicher, oder die meisten, sage ich jetzt einfach mal, gerade unter den YouTubern, Dataminern und so weiter, dass diese Map in Season 21 kommt. Ja, jetzt kommt der fette Dämpfer, wenn Osvaldator recht hat, und er hatte mit den heftigsten Leaks eigentlich immer recht, bis auf wenige Ausnahmen, heißt es wohl, dass in Season 22 erst die neue Battle Royale Map kommt. Klar, die neue Legende sieht inhaltlich, also von den Fähigkeiten, sehr, sehr interessant aus. Sehr Wraith-lastig, so ein bisschen Mix mit Ashe und so weiter und so fort. Ein bisschen Lobber-Style mit dabei, also es ist schon eine sehr, sehr gute Skirmisher-Legende, wie ich finde. Und ich habe auch noch Hinweise zu einer neuen Währung für Apex Legends. Zeige ich euch gleich. Dieser Post kam schon gestern raus. Ich habe ihn dummerweise jetzt erst entdeckt, sonst hätte ich da gestern schon ein Video draus gemacht. Ja, sei es drum, mit der neuen Map, wenn es denn wirklich so ist, können wir es leider nicht ändern. Das dämpft auf jeden Fall meine Erwartung schon enorm. Eine neue Map wird langsam echt mal Zeit. Wenn es dann in Season 22 soweit ist, dann ist es eben so. Können wir nicht ändern. Schade. Dieses Bild ist aufgetaucht gestern auf X. Das zeigt eine weitere Währung in Apex Legends. Die zweite Währung, die grüne, die exotischen Shards. Mit diesen exotischen Shards, man ging nicht davon aus, ja, jetzt ist ja das Kobalt-Event oder Co. Ach, keine Ahnung, wie das Event heißt. Mit diesem fragwürdigen, verdammt teuren Erbstück, Artefakt, was auch immer es am Ende darstellt. Das soll ja upgradebar sein mit Artefakten, mit kleineren Artefakten und so weiter, Farbe veränderbar. Griffe, keine Ahnung, Aussehen komplett variierbar oder verschiedene Animationen wahrscheinlich auch. Und da ging man davon aus, dass man wahrscheinlich mit Erbstücksplittern das erweitern muss oder keine Ahnung. Jetzt kommt tatsächlich wohl in Season 21 schon eine neue Währung, die man in Packs ziehen kann und man kann sie auch kaufen. Also man kann da richtig schön reinbuttern, wenn man zu viel Kohle hat und kann sich da sein Artefakt, Erbstück kaufen. Geht also mal davon aus, dass wir das aktuelle Erbstück in diesem Event mit Sicherheit im Store, ob das jetzt im Erbstück-Store sein wird oder in dem Exotic-Shards-Store sein wird, müssen wir mal gucken. Aber es müsste eigentlich ein Erbstück sein. Du musst ja die Grundvariante wahrscheinlich erstmal mit Erbstücksplittern kaufen, nicht wie bei dem Final Fantasy Event. Das soll ja wohl angeblich wirklich nie wieder zurückkommen. Das Gerücht gab es ja bei dem Recolor von Wraith Erbstück schon. Und da gab es so heftigen Gegenwind von der Community, völlig zu Recht. Und ein paar Wochen später war es dann doch im Store. Was bei allem Geld der Welt wäre es wirklich eine miese Nummer gewesen, weil damit zwingst du die Leute, etwas richtig Geiles in den Händen zu halten, nur wenn du wirklich voll reinballerst und eigentlich egal. Inhalt des Videos soll das nicht sein.
Aber wie gesagt, wir haben Exotic Shards, mit denen wir dann das Artefakt erweitern können. Wir können es aus Pack ziehen. Und ihr seht ganz rechts bei den Erbstücksplittern jetzt auch mal offiziell nochmals die Tatsache und die Aussage, dass wir eine Chance von 1 zu 500 haben, Erbstücksplitter zu ziehen. Wobei man nicht so richtig sicher ist, ob du, wenn du einmal Erbstücksplitter aus einem Pack ziehst, und dann hast du vielleicht schon 200-300 Packs wieder geöffnet, hast noch keine Splitter bekommen und dann payst du vielleicht ein Collection-Event durch. Angeblich soll das den Counter nicht zurücksetzen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es doch den Counter zurücksetzt, weil ich bin ganz oft betroffen. Ich habe nun wirklich schon eine Menge Packs geöffnet und viele Collection-Events schon geöffnet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei mir ist es wirklich nahezu Richtung 500, wo ich dann auch mal wieder die Splitter ziehe und nicht per Direktkauf mir ein Erbstück zulege. Sei es drum. Leute, eure Meinung zur neuen Battle Royale Map. Was sagt ihr? Also ich schenke dem tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Glauben, dass der Post echt ist, dass der Leak echt ist, weil Osvaldator war wirklich, ist einer der gefragten Dataminer zur Zeit. Er hat sich in den letzten Wochen und Monaten extrem selten zu Wort gemeldet. Jetzt ist er wieder aktiver und hat in den letzten Tagen interessante Informationen rausgeballert. Und das ist leider ein ziemlich krasser Dämpfer. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, einen schönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal rein. Ciao.